Mein Name ist Ulrike Zubal und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 19 der Reihe über Geschichte und Fiktion. Und heute soll es um den Roman von Adania Shibley gehen, Eine Nebensache, 2022 auf Deutsch erschienen in der Übersetzung von Günther Orth. Dieser Roman ist sehr kleine, schmale Erzählung. Insgesamt 116 Seiten hat sie nur und ist ein Roman, eine Erfindung. Es ist Fiktion, eine Erzählung, die auf einer wahren Begebenheit beruht, aber eben kein Geschichtswerk ist. Nichts Dokumentarisches, sondern Fiktion, ein Roman. Das kann man nicht oft genug betonen, weil gerade in diesem Fall Frau Shibley sehr viele Angriffe hat erleiden müssen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Ich habe Frau Shibley mit der Vorstellung dieses Romans erlebt im Stuttgarter Literaturhaus am 16. Februar diesen Jahres 2024 und dabei war ihre Literaturagentin und ein Journalist, der sie befragt hat, vom SWR. Und dieser Journalist hat immer wieder versucht, Frau Shibley darauf festzunageln, wie viel Dokumentarisches doch dieser Roman enthalte und wie sehr dieser Roman die Wirklichkeit in Israel-Palästina widerspiegele. Und sie hat es ständig zurückgewiesen, sie hat es heftig verneint, hat sich gesagt, dazu werde ich überhaupt nichts äußern, dass die israelisch-palästinensische Realität hat nichts mit diesem Roman zu tun. Ich will diese Frage nicht erörtern. Wird uns gleich noch beschäftigen. Ich habe diesen Roman gelesen, war hell begeistert. Ich kann ihn nur empfehlen. Es ist eine wunderbar erzählte und ausgedachte Geschichte. Sie wird zu Recht hochgelobt. Sie ist mit vielen Preisen auch ausgezeichnet worden. Und es ist absolut lohnenswert, diese Geschichte zu lesen. Bevor ich etwas genauer auf diese Geschichte eingehen werde, ein paar Worte zu Adania Shibley. Adania Shibley wurde geboren 1974 in Obergaliläa, Israel und ist eine israelische Schriftstellerin arabisch-palästinensischer Herkunft. Sie wurde in einem kleinen, von Palästinensern bewohnten Dorf geboren, studierte dann Kommunikation und Journalismus und erwarb einen Masterabschluss an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Die Masterarbeit hatte den Titel Discourse, Power and Media Coverage of the Killing of Palestinian Children by the Israel Army. 2001 hat sie das verfasst. Auf Deutsch also die Diskursmacht und Medienberichterstattung über die Tötung palästinensischer Kinder durch die israelische Armee. Das ist ein aussagekräftiger Artikel. Nach dem Studium arbeitete sie mit palästinensischen Kulturorganisationen zusammen in Jerusalem und in Ramallah. Und ihr schriftstellerisches Talent wurde von dem palästinensischen Dichter Mahmoud Darwish entdeckt, der bekannt ist als die poetische Stimme des palästinensischen Volkes. Er hat in seiner Literaturzeitschrift konnte sie zum ersten Mal ihre Geschichten veröffentlichen und sie ist wirklich berühmt und bekannt geworden. Mehrere ihrer Werke wurden ins Englische, Französische, Deutsche, Italienische, Hebräische und Koreanische übersetzt.
Sie hat dann weitere Romane geschrieben, die erfolgreich wurden, Theaterstücke, die auf verschiedenen Bühnen aufgeführt wurden, zum Beispiel in London, in den Vereinigten Staaten und unter anderem in San Francisco. 2009 hat Shipley an der University of East London den akademischen Grad eines PhD erlangt, also eine Doktorarbeit in Media and Cultural Studies, also Medien- und Kulturwissenschaften. Die Dissertation trägt den Titel The Visual Terror, A Study of the Visual Compositions of the 9/11 Attacks and Major Attacks in the War on Terror by British and French Television Networks. Also es ging um die Verarbeitung der Attacken 9/11 und dem War of Terror, on Terror, also der Reaktion, und zwar der Darstellung dieses War on Terror in den britischen und französischen Fernsehnachrichten, Fernsehsendern. Shipley ist schriftstellerisch und journalistisch tätig und auch als Dozentin an der University of Nottingham in Großbritannien, Gastdozentin an der École des Hautes-Études en Sciences Sociales in Paris. Sie arbeitet an der Palästinensischen Hochschule Bir Zeid in Ramallah über visuelle Kultur. Sie war Stipendiatin des Wissenschaftskollegs zu Berlin und Gast des Internationalen Literaturfestivals in Berlin. Sie hat für die Zeit geschrieben über die Situation von Flüchtlingen, den Begriff des Nationalismus. Und sie besitzt sowohl einen israelischen Pass als wohl auch sie immer wieder wohnt und ihr zweiter Wohnsitz oder Hauptwohnsitz ist in Berlin und eben auch in Jerusalem. 2022 erschien dann eben die Übersetzung dieses kleinen Romans Eine Nebensache. Ist schon herausgekommen 2017. Der Roman, der an eine wahre Begebenheit anknüpft, aus dem Jahr 1949. Ich werde gleich ganz genau auf den Inhalt zu sprechen kommen. Kurz gesagt, der Roman besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit den letzten Tagen und der Ermordung eines Berbermädchens in der Negev-Wüste, die ermordet wird von israelischen Soldaten. Und der zweite Teil erzählt die Geschichte einer palästinensischen Journalistin, die diese Geschichte nachrecherchiert und dabei auch in der Negev-Wüste ums Leben kommt. Das ist eine wunderbar erzählte Roman, der auch wichtige Nominierungen gewonnen hat für die besten Literaturpreise, die es so gibt. Also zum Beispiel für den American National Book Award, den britischen International Booker Prize, den Literatur und hat dann schließlich den Literaturpreis 2023 des gemeinnützigen Vereins Litprom bekommen. Ein Verein, der sich für die Verbreitung von Literatur aus Afrika, Asien, Lateinamerika und der arabischen Welt engagiert. Und das war 2023. Und dann kam die Attacke der Hamas am 7. Oktober 2023 auf israelische Bürger. Die furchtbare terroristische Attacke, der so viele Menschen, israelische Bürger, ums Leben gebracht hat. Und sofort machten sich Stimmen breit, die sagten, dieser Roman darf nicht einen Literaturpreis bekommen, zumindest also auch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Wortführer
war dabei Carsten Otte, ein Literaturkritiker von SWR 2. Der hat am 11. Oktober einen Artikel veröffentlicht in der Taz, aus dem ich zitiere. Die Terroristen der Hamas zogen noch Morden durch Israel, als im Berliner Stadtteil Neukölln die schrecklichen Taten schon bejubelt wurden. Der Konflikt im Nahen Osten findet längst auch in Deutschland statt und keineswegs nur im Viertel mit hohem Migrationsanteil, sondern auch im hiesigen Kulturbetrieb. Statt Baklava für Passanten, die sich über den Tod von israelischen Zivilisten freuen, werden unter dem Applaus von vielleicht wohlmeinenden Geldgebern auch Preise an Werke verliehen, die den Staat Israel als Mordmaschine darstellen. Weiter geht's. Kommt er auf den Roman von Schiply zu sprechen. Sein einfühlsamer Ton überlagert ein Grundproblem des Textes. In diesem Kurzroman sind alle Israelis anonyme Vergewaltiger und Killer, die Palästinenser hingegen Opfer von vergifteten bzw. schießwütigen Besatzern. Die Gewalt gegen israelische Zivilisten kommt wohl auch deshalb nicht vor, weil sie als legitimes Mittel im Befreiungskampf gegen die Besatzung gilt. Das ist die ideologische und auch menschenverachtende Basis des Buchs. Und so gerät auch der tödliche Roman Schluss zu einer pamphlethaften Anklage, in dem sich alle Stereotype des Textes noch einmal bündeln. Dann kommt er auf Ulrich Noller zu sprechen, der gesagt hat, dieser Roman bediene anti-israelische und antisemitische Narrative. Und er sprach sich eben dezidiert dafür aus, dass Schiply diesen Literaturpreis Litprom nicht bekommt. Weiter im Text, nach den Massenmorden der Hamas-Terroristen aber wäre die Preisvergabe kaum auszuhalten. Die Statuten der Buchmesse sehen vor, dass die Verleihung eines Literaturpreises an Schiply nicht verhindert werden kann. Die Autorin kann als BDS-Unterstützerin bezeichnet werden. Schließlich hat sie im Jahr 2007 einen Boykottaufruf des BDS unterzeichnet, in dem Israel mit dem damaligen Apartheid-Regime in Südafrika verglichen wird. Ein Klassiker des modernen Antisemitismus. Ich komme darauf nochmal gleich zu sprechen. Also die Preisverleihung war ursprünglich vorgesehen für den 20. Oktober 2023, wurde dann aber verschoben. Litprom hatte zunächst erklärt, dass die Verleihung aufgrund des Krieges, der von der Hamas begonnen wurde und unter dem Millionen Menschen in Israel und Palästina leiden, verschoben werden solle, und das sei eine gemeinsame Entscheidung mit der Autorin. Schiply hat erklärt, dass das nicht mit ihrem Einverständnis getroffen worden sei, diese Entscheidung. Und dass sie die Gelegenheit der Verleihung genutzt hätte, um die Rolle der Literatur in dieser grausamen und schmerzlichen Zeit zu reflektieren. Also, das ist ein wichtiges Statement. Mehr als 1300 Autoren, Verleger und Intellektuelle aus der ganzen Welt, darunter Nobelpreisträger wie Gurna, Annie Ernaux, Olga Tokarczuk und Träger des Booker-Preis, Anne Enright, Richard Flanagan, Jan McEwen, kritisierten die Frankfurter Buchmesse und forderten in einem offenen Brief auf, der Verantwortung nachzukommen und Räume zu schaffen, in denen ein Schriftsteller auch mitteilen können müsste, statt solche Räume zu schließen. Auch der PEN Berlin hatte bereits am 12. Oktober eine Pressemitteilung herausgegeben mit ähnlichen Argumenten. Eine Pressemitteilung, in der Eva Menasse und Dennis Yüksel sich solidarisch mit Schiply erklärt haben.
Am selben Tag, am 12. Oktober, hat sich Iris Radisch in der Zeit für Schibli ausgesprochen. Sie verwies auch auf die internationale Anerkennung, die dieser Preis, die dieser Roman bekommen habe, und er sei zu Recht als ein literarisches Meisterwerk gefeiert worden. Die Frankfurter Allgemeine hat mit dem Literaturwissenschaftler und Journalisten Paul Ingenday am 13. Oktober einen Artikel veröffentlicht, dass sie bereits 2022 anlässlich der Veröffentlichung des Romans geführt habe. Darin zitiert er Schiblis Aussagen, dass sie sich für die literarische Darstellung von Themen wie Kontrolle und Angst eines Menschen interessiere und dass man mit dieser Autorin eben verborgene Einsichten über sich selbst gewinnen könne. Zusammenfassend schrieb Ingenday, dass Schibli jede Form von Nationalismus verurteile und sich dafür ausgesprochen habe, den Schmerz anderer wahrzunehmen. Auf seine Fragen über Schiblis Identität als Palästinenserin schrieb Ingenday weiterhin: Auch im weiteren Gespräch hütete Schibli sich vor politischen, erst recht vor agitatorischen Aussagen. Stattdessen bestand sie darauf, der Roman, eine Nebensache, und allgemein das Schreiben von Fiktion als Ort des Nachdenkens über Sprache, Orte und Identitäten zu würdigen, der immer von dem abhänge, der ihn gerade lese. Bei der Eröffnungsfeier der Buchmesse hat sich dann auch der Philosoph Slavoj Žižek gegen die Entscheidung des Leiters der Buchmesse ausgesprochen, Schibli nicht auszuzeichnen, was er als skandalös beschrieben hat. Also die Reaktionen auf den Artikel von Otte und dann auch die Entscheidung, den Preis erstmal zurückzunehmen, sind eigentlich durch die Bank zurückgewiesen worden von namhaften Literaturwissenschaftlern, Literaten, Kritikern. Die Stimmen waren überwiegend positiv für Schibli. Nun möchte ich einmal genauer noch auf den Inhalt dieses Romans eingehen. Ja, genau. Also, an einem Oktobermorgen im Jahr 2003 liest eine junge Palästinenserin die israelische Tageszeitung Haaretz. Und dabei stößt sie auf eine detailgenau recherchierte Geschichte eines israelischen Journalisten über die Massenvergewaltigung einer palästinensischen Beduinin, eines Mädchens noch, das am 13. August 1949 von Soldaten der IDF, also der israelischen Defense Force, vergewaltigt und ermordet worden sei. Und dieser Artikel interessiert sie dann so, dass sie dieser Geschichte nachgeht, und zwar, weil sie ein Detail fasziniert. Der Mord hat sich genau am Tag, genau 25 Jahre vor ihrer Geburt, ereignet, und das irgendwie verbindet sie persönlich mit der Geschichte dieses Berber-Mädchens. Sie beginnt der Geschichte nachzurecherchieren und im ersten Teil der Geschichte wird nun genau die Ergreifung und Ermordung dieser Berberin geschildert.
Ein israelischer Offizier findet das Mädchen in der Negev-Wüste zusammen mit seinen Soldaten. Er wird von einem Skorpion gebissen und gerät nun immer mehr in eine Art von Delirium. Eine eiternde Wunde macht ihm zu schaffen. Die flirrende Hitze und die Negev-Wüste, der Staub und die Situation dieser kleinen, fast vergessenen Soldaten in der Negev-Wüste. Schließlich wird er selbst zum Täter. Er wirft sich auf das Berbermädchen, suchte mit der Hand ihren Mund, um ihn ihr zuzuhalten. Sie biss fest zu. Er zog seine Hand weg und vergrub die andere in ihren Haaren. Er mordet sie und die anderen Soldaten tun es ihm nach und schließlich kommt sie grausam um. Im zweiten Teil nun eben recherchiert die junge Palästinenserin diese Geschichte und will eben in die Negev-Wüste fahren, was ihr aber als Palästinenserin der Westbank eigentlich unmöglich ist. Sie hat nur einen palästinensischen Pass und das bedeutet, sie kann nicht frei in dieses Gebiet fahren. Ihr Pass ist international so wenig anerkannt wie der afghanische und der syrische, gehört mit zu den schlechtesten der Welt. Nun besorgt sie sich den israelischen Ausweis einer Kollegin und fährt dann sozusagen illegal über einen israelischen Checkpoint in dieses Gebiet ein Roadtrip in die Negev-Wüste. Sie stottert auf Hebräisch, kommt einen Checkpoint und recherchiert. Sie hat neben sich auf dem Beifahrersitz zwei Landkarten, eine Prä- und eine Post-48er, also Landkarten, die vor der Nakba, vor der Vertreibung der Palästinenser verfertigt wurden und nach der Gründung des israelischen Staates. Sie geht zunächst ins Zentralarchiv der israelischen Armee dem Jaffa und schließlich geht sie weiter und endet in der Negev-Wüste, wo sie an den Ort des Geschehens eigentlich kommen will und auch kommt. Und ein schreckliches Missverständnis beendet ihr Leben. Israelische Soldaten fühlen sich von ihr bedroht und erschießen sie. Das ist eine ganz packend geschilderte Geschichte. In einer wunderbaren Prosa, einer sehr unemotionalen Prosa geschrieben und gerade eben überhaupt nicht hetzerisch. Also, was ist die Tatsache, auf die dieser Roman anspielt? Wir haben sozusagen, oder worum geht es in diesem Roman? Wir haben zweimal israelische Täter, israelische Soldaten, einen israelischen Offizier, der eine Palästinenserin umbringt und zweimal als Opfer palästinensische junge Frauen. Beide, sowohl Täter als auch Opfer, bleiben namenlos. Und beide Male ist es ein sinnloser Mord. Es ist eine sinnlose Gewalt, die ausgeübt wird. Der Ort ist der Staat Israel, die Negev-Wüste. Und beide Male, sie ist letztlich verantwortlich für diese grausame Ermordung. Man würde sagen, die Umstände. Beide Male befinden sich die Menschen in Zeiten des Terrors und der Terrorangst. Der erste Mord passiert am 13.08.1949, also ein Jahr nach der Gründung des Staates Israel,
Nachdem auch die angrenzenden Staaten Israel den Krieg erklärt hatten und kurz zuvor erst am 20. Juli 1949 war es zu einem Waffenstillstand gekommen. Aber noch besteht diese Terrorangst, die Angst der Israelis vor einem Überfall der übermächtigen Nachbarn. Die zweite Tötung einer Palästinenserin geschieht 2003 und zwar zum Zeitpunkt der zweiten Intifada, in der viele palästinensische Selbstmordattentäter das Leben in Israel sehr gefährlich gemacht haben. Das ist ein Zeitraum von 2000 bis 2005. Also beide Male befinden sich die Agierenden in einem Zustand, in dem große Angst herrscht. Es ist noch fast es ist ein Kriegszustand und von normalen Zeiten kann nicht die Rede sein. Zeiten, in denen Gewalt und Angst nicht gegeben ist, sondern eine Zeit, in der eine harmlose Geste sich zu einer bedrohlichen Geste verändern kann und es zu, wie sagt man, über zu Reaktionen kommen kann, die nicht normal sind, weil die Angst die Menschen im Griff hat. Sowas passiert halt in Zeiten des Krieges und genau das macht Schibli wunderbar deutlich. Die Hitze der Wüste Negev, das Fieberdelirium dieses Offiziers, der von einem Insekte gestochen worden ist, das wird eben, trägt auch dazu bei, dass er die Nerven verliert und dass die jungen israelischen Soldaten, die dann eben die junge Palästinenserin 2003 ermorden, auch überreagieren und sie töten. Ich lese Ihnen vom Anfang den Anfang vor, um Ihnen einen Eindruck zu geben von der wunderbaren Prosa und auch von diesem existenzialistischen Touch, den diese Erzählung hat. Die einzige Bewegung war das Flirren einer Fata Morgana. Kahle, weite Flechten schichteten sich bis an den Rand des Himmels und zitterten in der Luftspiegelung, während das glühende Licht der Nachmittagssonne die Silhouette sandiger, blassgelber Hügel fast verwischte. Die Erhebungen waren kaum zu unterscheiden und schlängelten ziellos aneinander vorbei, ab und an durchbrochen von den dünnen Schatten trockener Distelstauden und von Steinen, die wie Tüpfel über die Hänge verteilt lagen. Mehr war da nicht. Die Ödnis der Negev-Wüste erstreckte sich endlos unter der Last der Augusthitze. Das einzige Zeichen von Leben war ein in Abständen hörbares Jaulen und der Lärm von Soldaten, die mit dem Aufbau des Lagers beschäftigt waren, während er auf einer Erhebung stehend mit einem Fernglas das vor ihm liegende Gebiet absuchte. Gegen das gleißende Licht folgte er bedachtsam schmalen Pfaden und Rinnen im Sand und verweilte von Zeit zu Zeit an einer Erhöhung, die er sich besonders genau ansah. Schließlich nahm er den Feldstecher von den Augen, wischte den Schweiß davon ab und steckte ihn ins Etui. Dann bahnte er sich durch die schwer lastende Mittagsluft einen Weg zurück zum Lager. Nachmittägliche Sonnenstrahlen fielen durch den Eingang und ergossen sich über den Sandboden, wo sie kleine Vertiefungen sichtbar machten, die die Füße der Soldaten hinterlassen hatten. Der Offizier ergriff das Wort und erklärte, ihre Hauptaufgabe hier sei es, neben der Absteckung und Sicherung der Südgrenze zu Ägypten gegen Eindringlinge
den Südwesten des Negev systematisch zu durchkämmen und von etwaig verbliebenen Arabern zu säubern. Die Anwesenden folgten den Bewegungen seiner Hand auf einer vor ihnen ausgebreiteten Landkarte. Es geht dann so weiter und dann kommt es zu Patrouillenfahrten. Sie fahren in westlicher Richtung zwischen endlosen, blassgelben Hügeln hindurch, gefolgt von dicken Staubwolken, die von den Autoreifen hoch aufgewirbelt wurden und keinen Blick nach hinten zuließen. Der Sandwind traf auch die Soldaten auf der Rückbank, die zum Schutz Augen und Münder verschließen mussten. Die Wolken türmten sich in Wellen auf und legten sich erst wieder, als das Fahrzeug in der Ferne verschwand und der Motor nicht mehr hörbar war. Dann senkte sich der Sand ganz langsam wieder über die Hügel und verwischten die scharfen Kanten der parallelen Bahnen, die die Reifen hinterlassen hatten. Sie erreichten die Waffenstillstandslinie zu Ägypten und nahmen den Grenzstreifen in Augenschein. Obwohl sie das Lager noch vor Einbruch der Nacht erreichten, hatte sich die Himmelsbläue im Osten schon beinahe in Finsternis verwandelt, aus der schwach ein paar Sterne zu flackern begannen. Er betrat sein Quartier, im Raum herrschte völlige Dunkelheit, daher öffnete er noch einmal die Tür, um ein wenig Licht hereinzulassen. Er war nur wenige Minuten in der Hütte gewesen, und doch war der Himmel mittlerweile über und über von Sternen bedeckt. Die Dunkelheit hatte den Himmel so vollständig eingehüllt, dass es schien, als hätte sich die Nacht schlagartig über das Camp gelegt. Die Schemen der Soldaten bewegten sich wieder langsamer und ihre Stimmen schallten durch eine schwarzblaue Finsternis, während der Schein von Öllampen durch Ritzen in den Zelten nach außen schimmerte. Nun geht er zu Bett. Es war ein langer und anstrengender Tag für sie alle gewesen, der 9. August 1949. Er erwachte von einem Kribbeln auf seinem linken Oberschenkel und schlug die Augen auf. Es war stockfinster und heiß, er schwitzte aus allen Poren. Kurz unterhalb des Saums seiner Unterhose kroch ihm etwas übers Bein. Jetzt wanderte es ein Stück nach oben und verharrte dort. Stille toste um ihn herum, nur dann und wann unterbrochen von gedämpften Geräuschen der Soldaten, die zur Bewachung des Lagers eingeteilt waren, dem Flattern von Zeltplanen im Wind, dem fernen Heulen eines Hundes, vielleicht dem Stöhnen von Kamelen. Nun heftet er den Blick auf dieses krabbelnde Wesen, versucht es zu packen, wirft es von sich, aber es hat ihn wohl schon gestochen. Im Lichtschein waren zwei kleine rote Punkte zu sehen. Offenbar war das etwas schneller gewesen als er und hatte ihn gebissen, bevor es weggeschleudert würde. Bevor er es weggeschleudert hatte. Ja? Das ist also der Beginn dieser Erzählung. Und in diesem sehr nüchternen, sachlichen Stil geht es in der ganzen Geschichte weiter. Der Stil erinnert mich doch sehr an die französischen Existenzialisten, zum Beispiel an Camus' Fremden. Eine schnörkellose Prosa erzählt, was den Offizier angeht, in der dritten Person, was die junge palästinensische Journalistin angeht, in der ersten Person. Es werden keine Gefühle beschrieben, es ist gar keine emotionale Schilderung, sondern eine sehr, sehr sachliche Erzählung, die erzählt, was passiert, was Menschen zustoßen kann, wenn sie sich in Ausnahmesituationen befinden. Es beginnt ja schon in der Wüste, in der Negev-Wüste, mit dieser Hitze, die Fata Morgana hervorbringt. Also Trugbilder.
wie die Literatur eben auch Trugbilder hervorbringt und keine Realität schildert. Und so ist dieser Text ein wunderbares literarisches Beispiel für eine existenzielle Situation, in die Menschen geraten können, die in Zeiten des Terrors leben. Ich lese Ihnen nochmal eine andere Stelle vor, Seite 113, folgende, wo dieses Vater Morgana-ähnliche nochmal geschildert wird. Die Journalistin kommt in ein Beduinendorf auf der Suche nach dem Ort, an dem diese junge Berberin damals umgebracht worden ist. Ein Hund springt auf sie zu, bellt, rennt hinter ihr her. Der Hund ist eine, das Bellen eines Hundes stellt eine Klammer dar zwischen dem ersten und zweiten Teil. Ganz am Anfang hört der Offizier ein Bellen. Nach der Ermordung des Berbermädchens hört er ein Bellen. Der zweite Teil beginnt mit dem Bellen eines Hundes und er endet mit dem Bellen eines Hundes in der Neckewüste. Sie schreibt: An der Hauptstraße fahre ich wieder nach rechts in den südwestlichen Teil des Negev, ohne bestimmten Grund, so als könnte ich die Gegend nicht mehr verlassen. Ich fahre an kahlen Hügeln entlang, deren sandige Oberfläche nun wieder blassgelb wird, während der Verkehr auf den Straßen ausdünnt, bis keine anderen Autos mehr unterwegs sind. Das Einzige, was sich bewegt, sind Luftspiegelungen, die Fahrbahn und die Hügel nervös flimmern lassen. Figuren tauchen darin auf, aber sie verschwinden augenblicklich, sobald ich hinschaue. Doch dann sehe ich auf einmal wirklich etwas, eine alte Frau, die da an einer Kreuzung am Straßenrand steht. Ich halte neben ihr an, lasse das Fenster runter und frage sie, ob ich ihr helfen kann oder sie irgendwohin mitnehmen soll. Die Frau steigt ins Auto. Die beiden fahren los und schauen auf die Landschaft ringsum. Die Frau ist schwarz gekleidet. Von Zeit zu Zeit werfe ich einen Blick zu ihr hinüber und sehe einen Teil ihres Gesichts, das von tiefen Falten durchzogen ist, und ihre Handflächen, die über ihrem schwarzen Kleid auf dem Schoß ruhen. Das Mädchen von damals wäre jetzt in etwa so alt wie sie, hätte man sie nicht ermordet. Also da steigt mitten in einer Fata Morgana, besser gesagt in einer Fata Morgana-ähnlichen Situation in der Negev-Wüste, eine alte Frau in das Auto der Palästinenserin und erinnert sie an das junge Berbermädchen. Immer wieder schafft es Schibli, die Erzählung auf ein existenzialistisches Niveau zu bringen, zu zeigen, einmal auch den fiktiven Charakter, die Fata Morgana der Literatur, die auch Literatur sein kann, und dann diese Fata Morgana, die einen Menschen ergreifen kann, wenn er sich in einer wüstenähnlichen Landschaft und in einer wüstenähnlichen politischen Situation befindet. Der Roman ist meisterhaft durchkomponiert. Wie gesagt, es werden immer mehr Parallelen auch aufgezeigt zwischen dem Berbermädchen und der palästinensischen Journalistin. Und ich habe schon auf das Hundegebell hingewiesen, das den ersten und zweiten Teil miteinander kunstvoll verknüpft. Ein wichtiges Moment möchte ich noch hervorheben. Auf der Reise, auf ihrem Roadtrip in Gebiete, in der die Palästinenserin eigentlich sich nicht aufhalten kann,
kommt sie an einen Kontrollpunkt und dort muss sie warten, bis die israelischen Soldaten sie mit diesem israelischen Pass durchlassen. Und kleine Kinder kommen an ihr Auto und wollen ihr also Sachen verkaufen. Unter anderem ein Mädchen, das ihr unbedingt ein Kaugummis verkaufen will, und zwar Kaugummis der Marke Mast. Sie versucht, dieses Mädchen abzuschütteln, aber es gelingt ihr nicht. Das Mädchen läuft ihr hinterher, sie wird es nicht los und schließlich muss sie praktisch diesen Kaugummi annehmen und steckt ihn in die Tasche. Und dieser Kaugummi wird dann ihr Verhängnis werden, denn als sie allein in der Negev-Wüste läuft und aus Versehen auf eine Truppe israelischer Soldaten stößt, gerät sie in Panik, wie die Soldaten auch, und greift unwillkürlich in die Tasche, um diesen Kaugummi rauszuziehen und sich durch das Kauen des Kaugummis zu beruhigen. Diese Geste wird dann von den israelischen Soldaten missverstanden und sie erschießen sie. Ich lese Ihnen das einmal vor, wie kunstvoll Schibli das macht. Als letztes kommt ein kleines Mädchen mit zerzaustem Haar und braunem Gesicht zu mir, dem Rotz aus der Nase fliegt und das mir Kaugummi verkaufen will. Ich nehme ein Papiertaschentuch aus meiner Handtasche, reiche es ihr und bitte sie, sich die Nase zu putzen. Sie reißt mir das Taschentuch aus der Hand und verschwindet. Jetzt kommen noch andere Kinder. Sie schildert diesen Checkpoint und den Dreck, der auf diesem Checkpoint herrscht. Nur zwei Autos haben die Kontrolle passiert, als das Mädchen wieder auftaucht und mich aus meinen Müllmeditationen reißt. Sie verscheucht die Kinder, die sich in ihrer Abwesenheit an mein Auto gehängt haben, und macht mir nun, mit nun sauberer Nase da weiter, wo sie aufgehört hatte, und bettelt mich an, Kaugummis von ihr zu kaufen. Ich betrachte ihr Gesicht und ihren dünnen Körper, als ich sehe, dass ein Zipfel des Papiertaschentuchs aus ihrem Hosentäschchen ragt, in das sie es gesteckt haben. Ich sehe ihr wieder ins Gesicht und wiederhole, was ich ihr schon gesagt habe, nämlich, dass ich Kaugummi nicht mag. Aber als wären meine Worte Schall und Rauch, bettelt sie weiter, ich solle ihr Kaugummis abkaufen. Nach einer Weile erkläre ich ihr, dass ich noch viel sturer sei als sie und bestimmt keine Kaugummis kaufen würde, wie sehr sie sich auch abmühe, aber auch diese Worte bewirken nichts und sie dringt weiter in mich. Ich möge ihr doch bitte Kaugummis abkaufen, während sie nun nicht mehr mich, sondern meine Tasche und meine Kleidung ansieht und sich im Auto umschaut. Immer wieder will sie, dass ich Kaugummi kaufe. Sie fragt sie nach ihren Schulnoten und so weiter und so fort. Schließlich nimmt sie ein paar Münzen aus ihrer Geldbörse und reichte sie dem kleinen Mädchen, nicht ohne zu ergänzen, dass ich keine Kaugummis dafür möchte. Sie nimmt das Geld, wirft mir zwei Packungen Kaugummi auf den Beifahrersitz neben meine Handtasche und rennt davon. Jetzt erst bemerke ich, dass ich schon so nah am Checkpoint bin, dass ich den Soldaten erkennen kann, wie er die Papiere von irgendwem überprüft. Unvermittelt spüre ich einen Stich im Herz. Mein Körper wird gefühllos. Die Angstspinne krabbelt darin herum und lähmt ihn nach und nach. Ich blicke mich in alle Richtungen um, in der Hoffnung, das kleine Mädchen wiederzusehen. Vielleicht kommt sie ja noch einmal zurück und lindert durch ihre Anwesenheit die Panik, die mich überkommt. Aber sie ist nirgends mehr zu entdecken. Die Journalistin schaut schließlich die beiden Kaugummipackungen an. Die beiden Kaugummipackungen liegen noch immer auf dem Beifahrersitz. Mast heißt die Marke, hergestellt von der Firma Sinokrot in Hebron. Ich starre wieder geradeaus und sehe nichts und dann gelingt es ihr, durch den Checkpoint zu kommen. Das ist meisterhaft erzählt. Denn dieser Kaugummi der Marke Mast, den die Palästinenserin nehmen muss, Mast,
wird zu einem, ja, eine Totenspeise, zu einer Speise oder zu einem, ja, zu etwas, was man eben auch bekommt, wenn man ins Totenreich reist. Die Marke Mast, eine israelische Marke, ein koscheres Produkt, fungiert hier wie eben eine Totenspeise, die man jemanden übergibt, der ins Reich der Toten reisen wird, so ähnlich wie eben dem toten Schiffer Charon eine Münze gegeben werden muss, oder den Toten eine Münze beigegeben werden muss, die sie dem toten Schiffer Charon dann reichen. Und genau dieser Kaugummi wird dann auch dazu dienen, die Palästinenserin vom Leben zum Tod zu befördern. Und die Angstspinne, die da in ihr Herz sticht und sie lähmt, erinnert doch sehr an diese langbeinige Spinne, die tatsächlich den Offizier in der Negev-Wüste im ersten Teil sticht. Also wir haben hier eine meisterhafte Verschränkung beider Teile. Eine wunderbar fiktive literarische Erzählung, die Ausnahmesituation in Terrorzeiten wunderbar literarisch beschreibt. Und wie gesagt, der Roman ist voller Symbolkraft, voller Parallelen, die jeder literarisch Gebildete auch erkennt und bewundert, wenn er diese Geschichte liest. Und jetzt muss ich doch noch auf eine eben Merkwürdigkeit zu sprechen kommen. Es geht um Symbolik. Wir haben in dieser Zeichensetzungsserie das Thema gehabt, Geschichte und Fiktion. Inwieweit werden historische Personen dazu benutzt, um Literatur zu erzeugen? Ein Roman ist eben kein Dokumentarbericht, sondern ist keine Aussage über Realität, sondern ist ein Roman, eine fiktive Erzählung. Und literarische Erzeugnisse greifen historische Personen oder historische Ereignisse auf, aber verarbeiten sie auf eine Art und Weise, die weit über das hinausreicht, was das Ereignis bedeutet und auch immer eine Interpretation des Schreibenden und dann auch des Lesenden beinhaltet. Schipley hat immer wieder darauf hingewiesen, dass sie Romane schreibt und in dem Fall keine journalistischen Aussagen zur politischen Realität in Israel und Palästina. Und jetzt muss ich doch auf etwas zu sprechen kommen, was an jenem Abend im Februar 24 im Literaturhaus Stuttgart zur Sprache kam. Ihre Literaturagentin, die mit ihr auf der Bühne saß, erzählte, wie heftig die Reaktionen waren auf den Roman von Schibli und dass auf die negative Reaktion von Otte und einigen wenigen überwiegend positive Reaktionen kamen. Fast die ganze literarische Welt hat Schibli unterstützt, aber das Thema war dann medial so aufgeheizt, weil eben die Realität in Israel-Palästina zu jener Zeit entsetzlich aufgeheizt war, dass man das nicht mehr ohne den Hintergrund der Politik anscheinend lesen konnte. Und nun erzählte die Literaturagentin, dass sie im Rahmen dieser hitzigen Debatten um den Roman von Schibli mit einem Literaturkritiker gesprochen haben, dessen Name sie nicht nennen wolle, der aber ein bekannter Literaturkritiker sei. Und dieser Literaturkritiker habe im Gespräch mit ihr gesagt, er sei sich nicht so sicher, ob man nicht doch eben diesem Roman Antisemitismus und propalästinensische Propagandistik
Propagandistik, Propagandismus unterstellen solle, denn er habe gehört, dass Menschen aus diesem Kulturkreis, und jetzt habe ich vergessen, wie er diesen Kulturkreis genannt hat, ob er ihn vorderorientalisch, arabisch, muslimisch oder palästinensisch genannt hat, das weiß ich nicht mehr. Aber er meinte diesen Literaturkreis. Und er sagte, er habe irgendwo gehört, dass Menschen, die aus diesem Literaturkreis kämen, dass man bei diesen Menschen ihre Aussagen wortwörtlich nehmen müsse. Und Schibli habe ja schon einmal zur Gewalt aufgerufen und deswegen könne dieses Werk tatsächlich antisemitisch und pro-palästinensisch zu Gewalt aufrufen oder Israel verunglimpfen. Und das ist nun eine sehr abstruse Geschichte. Sie spielt auf etwas an, was 2009 passiert ist. 2009 hatte Schibli in einer libanesischen Zeitung einen Artikel veröffentlicht über das Toronto International Film Festival. Dieses Filmfestival hat einen Schwerpunkt auf Tel Aviv gelegt und sie hatte ihre Teilnahme daran abgelehnt und sich gewünscht, jemand möge etwas unternehmen, um, Zitat, die israelische Teilnahme dort nicht friedlich über die Bühne gehen zu lassen. Anschließend habe sie mehrdeutige Andeutungen darüber gemacht, ein arabischer Künstler könne explosives Kulturgut und Sprengstoffe in das Festival einbringen. Man hat ihr dann sozusagen sofort unterstellt, dass sie zu Terror und Gewalt gegen Israel aufrufe und sofort hat ihr deutscher Übersetzer Günther Ort ihre Aussagen kommentiert und eben festgehalten, dass man diese Worte von Schibli nicht wörtlich nehmen solle. Sondern eben in einer übertragenen Bedeutung. Sie schreibe in dem Artikel nicht, Zitat, dass man eine solche Veranstaltung, an der Israelis teilnehmen oder die eine besondere Nähe zu Israelis aufweisen, nicht friedlich über die Bühne gehen lassen dürfe, nicht einfach über die Bühne gehen lassen solle. Zudem komme das Wort Sprengstoff in dem Artikel nicht vor. Es hat hier offensichtlich einen Übersetzungsfehler gegeben. Einen Aufruf zu einer gewaltsamen Aktion könne er, so Ort, komplett ausschließen. Ganz sicherlich gibt es keinen Aufruf zur Gewalt. Das finde ich nun eine sehr interessante Geschichte. Denn hier wird offensichtlich in dem Fall von dem Toronto Festival oder in dem Fall von Schibli wird Halbwissen katastrophal. Worauf hat dieser Literaturkritiker angespielt, als er sagte, Menschen aus diesem Kulturkreis, deren Aussagen müsse man wörtlich nehmen, sie kennten so etwas wie symbolische Bedeutung und in dem Sinn also Allegorese nicht. Das spielt nun an sich auf eine Tatsache hin, die man als Kulturbeflissener kennt. Die Religionswissenschaftler, traditionelle Religionswissenschaftler aus dem jüdischen, aber auch muslimischen Bereich berufen sich in erster Linie auf den Wortlaut des Textes. Das heißt, die übertragene Bedeutung, der verborgene Wortsinn, wird in sehr vielen traditionellen jüdischen und muslimischen Schulen nicht gepflegt. Das wiederum hat das Abendland und die christlichen Religionswissenschaften
anders gemacht. Von Anbeginn an hat sie die griechische Philosophie und die Allegorese in ihre religionswissenschaftliche Hermeneutik mit reingenommen. Und wir haben im Abendland eine Hermeneutik heiliger Texte entwickelt, die zwischen dem Wortlaut und seiner verborgenen Bedeutung unterscheidet und beides lehrt. In traditionellen jüdischen und muslimischen religionswissenschaftlichen Gruppierungen ist das nicht der Fall. Aber selbstverständlich gibt es auch dort Schulen, die die Allegorese kennen. Und einer der ersten, der die Allegorese überhaupt in die Interpretation heiliger Texte eingeführt hat, ist ein Jude gewesen, Philo von Alexandria im ersten Jahrhundert vor unserer Zeit. Auch heute kennen viele muslimische Religionswissenschaftler die Allegorese, also die verborgene symbolische Bedeutung von heiligen Texten. Aber traditionelle Schulen, viele traditionelle sunnitischen Schulen nicht. Und wie gesagt, eben zum Beispiel die Salafisten, also sehr traditionelle Interpreten des Koran, tun das nicht. Das heißt, hier hat ein Literaturkritiker mal etwas gehört und begeht nun den Fehler, dass er eine kulturelle Besonderheit kontextfrei verallgemeinert. Denn natürlich muss man in jedem einzelnen Fall schauen, was zutrifft. Und man kann nicht einfach verallgemeinern und sagen, alle Menschen aus diesem Kulturkreis machen Aussagen, die man wortwörtlich nehmen muss. Und das ist gerade auch bei Shibli natürlich total absurd. Shibli arbeitet auch lange Zeit ihres Lebens im Westen, in Deutschland, in Amerika, in England, in Frankreich. Und sie kennt sehr wohl die Symbolik eines Textes und arbeitet eben meisterhaft auch in ihrem Roman eine Nebensache damit. Das erinnert mich an eine andere Geschichte, die Edward Said betrifft. Ich habe ja Shibli auch zitiert in meinem Beitrag zu Edward Saids Autobiografie Out of Place. Und Said ist so etwas Ähnliches passiert wie Shibli. Und zwar folgendes. Am 3. Juli 2000 ist er auf der Seite vom Libanon an die israelische Grenze gegangen. Er hatte eine Baseballmütze auf dem Kopf, war in Begleitung seines kleinen Sohnes, der in Amerika geboren worden war, in Amerika zur Schule ging. Said war ein Christ und Said nahm einen Stein und warf ihn über die Grenze hinweg auf israelisches Gebiet. Das wurde fotografiert und sofort hat man ihm vorgeworfen, er rufe zur Gewalt gegen den Staat Israel auf. Und das ist einfach absurd. Said hat daraufhin Folgendes gesagt. Ein in den leeren Raum geworfener Stein bedarf kaum des Nachdenkens. Der Wurf sei eine symbolische Geste der Freude gewesen, aufgrund des Abzugs der bewaffneten Gruppen an der Grenze. Also Said hat einen Stein auf ein leeres, menschenleeres Gebiet geworfen, als symbolische Geste. Auch dieser Autor und Literaturwissenschaftler kannte sehr wohl die Symbolik von Worten und Gesten. Und auch das kann man Frau Shibli unterstellen. Und ihr kleiner Roman ist dafür das beste Beispiel, wie sie damit umgeht. Sie hat an einer Stelle gesagt, wo finde ich denn das jetzt?
Sie habe vor kurzem in einer Zeitung, auf einer Nachrichtenseite, in einer israelischen Tageszeitung gelesen, eine Schlange habe versucht, einen Igel zu verspeisen. Und beide seien kläglich umgekommen. Das habe sie sehr nachdenklich gestimmt. Auch das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie etwas symbolisch verstanden werden kann. Und wie sie in diesem Roman beschreibt, wie Terror, Angst Menschen zu Handlungen treibt, in außergewöhnlichen Umständen, die gewaltsam, schrecklich, brutal sind und eben nicht dem normalen Leben in normalen Umständen entsprechen. Lesen Sie Adania Shibli, eine Nebensache.